Frau Holle, die meint es im Moment unglaublich gut. Wir sind hier von auch grad direkt auf dem Pizol, wo es ziemlich viel Schnee hat. Und ja, wir reden einerseits ganz kurz über den Schnee, wo das Skigebiet dermassen gut tut, aber nicht nur. Hier auf dem Pizol gibt es nämlich eine Premiere in der Schweiz, und zwar die erste Sauna-Gondel. Das ist ein altes Gondel, das zu einer Sauna umgebaut worden ist. Und was mit dem auf sich hat, das sehen wir jetzt gerade. Und das schauen wir uns mit dem Chef vom Pizol, von der Pizolbahnen an, mit dem Klaus Nussbaumer. Herr Nussbaumer, zuerst rasch eben der Schnee, der jetzt gekommen ist. Ich nehme an, der wird für euch Gold wert sein. Ja, natürlich ist der Gold wert. Es ist herrlich. Es ist wieder einmal ein normaler Winterstart, den wir haben. Und da werden die Weihnachtsferien sicherlich super werden. Also das merkt man schon nach irgendwie 3 Wochen, wo man off hat. Kann man das schon so bilanzieren, dass das ein besserer Start war als vorher? Ja, absolut. Also besser kann es fast nicht gehen. Die Stimmung ist nicht nur unter den Mitarbeitern super, auch Gäste loben das Gebiet jetzt schon. Und bis nächste Woche, wenn die Weihnachtsferien anfangen, ist auch wirklich dann auch alle Pisten offen und wird einfach super. Also man merkt richtig Vorfreude bei euch. Aber es ist nicht nur so, dass Schnee Leute in Gebiete hineinlockt, sondern eben auch, man muss immer mehr tun. Erzählen Sie mal, wie ist das gekommen, dass ihr da ein kleines Wellness-Dörfli auf 1600 Meter jetzt gebaut oder aufgestellt habt? Ja, ich meine, Bad Ragaz ist ja bekannt als Wellness- und Kurort. Und da liegt es nach, dass man auch am Pizol etwas macht, wie eben mit dem Wellness-Dörfli, das wir da gemacht haben, mit der Sauna-Gondel, mit dem Hotpot und den Alpenkörben, die wir aufgestellt haben. Aber jetzt ist ja das so, eben, wenn man mit dem Bändli oder mit der normalen Gondel nachher wieder ins Tal fährt, da hat man ja eben eigentlich nachher schweizweit bekannte Therme, hat man dort gerade. Braucht es das noch auf dem Berg oben auch noch mal so etwas? Ja, ist auf jeden Fall ergänzend und es ist speziell einfach da, wenn man jetzt die Schneemasse da sieht, wenn man einen wunderbaren Skitag hat und kann man da noch die Sauna-Gondel reservieren, dann ist das einfach speziell. Und wer denn noch mehr will, der kann natürlich dann in der Mina-Therme gehen, wo es natürlich perfekt auch noch dazu ist. Wie sieht das aus? Wie ist man auf die Idee gekommen von so einer Sauna-Gondel? Weil in einem anderen Schweizer Skigebiet hat man das noch nicht gesehen. Ja, also wir haben natürlich, wir sind Gondelgetrieben, kann man sagen. Oder? Bei uns gibt es einen Haufen Gondeln und wir haben noch alte Gondeln von der alten Bahn da gehabt und wir haben gesehen, was tun wir damit. Wir haben da schon eine tidy Gondel für den Sommer und. Und es war nachgelegen gewesen, dass wir gesehen haben, Moll, Kurort, Bad Ragaz, Termina Therme, Wellness. Was passt besser als ein Wellness-Dörfli am Pizol? Und da ist die Gondel gerade richtig gehabt, dass wir sie ausbauen haben können und zur Sauna-Gondel umfunktionieren haben können. Aber von wo haben Sie die Idee abgeschaut? Ich glaube, die kommt höher vom Norden oben. Ja, natürlich. Ich meine, es gibt in Finnland gibt es natürlich, das sind die Saunierer überhaupt in Europa. Und da gibt es Sauna-Gondel schon. Und wir haben gesehen, das können wir in der Schweiz auch. Und da ist sie. Herr Nussbaumer, ich muss jetzt Ihnen aber gerade ehrlich sagen, im ersten Moment bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, weil das die nicht irgendwo an einer Seilbahn hängt. Ja, das ist halt für unsere Gesetzgebung so, man kann einfach nicht eine Gondel auf ein Seil hängen und sagen, das ist, macht man Sauna draus. Das wäre ein langwieriges Verfahren, das man da machen müsste. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen das platziert haben, hier auf Badierl haben. Und da können es Gäste auch mieten, da können wir das Wellness-Dörfli machen, da können wir den Hotpot dazu anbieten und die Alpenkörbe. Und das ist, glaube ich, da perfekt. Aber so ein Traum wäre es eigentlich schon, weil eben in Finnland ist das, glaube ich, sogar möglich, dass die Bändli oder so Sauna noch ein Bändchen rumfahren. Ja, ist es gibt es, aber wir haben gesehen, es ist besser so platziert zum Lohn, nicht an der Gondel. Und eben, wenn man vielleicht den Witz weiter hinaus studiert, oder von der Sicherheit rein her, weil man kann ja dann, wenn es am Zeiss wird, nicht einfach aussteigen. Jetzt ist es so, die Gondeln haben Sie aber jetzt nicht selber umbauen. Also da hat man einen Spezialisten gebraucht, wie ist das? Ja, da haben wir einen Spezialisten, der eine Projektgruppe gebildet hat dazu, wie kann man das zukünftig machen. Und wir sind die Ersten da jetzt und in der Schweiz sowieso. Und das ist tipptopp so.
Aber der hat jetzt in dem Fall gerade auch Freude gehabt, die Idee von einer, so einer Sauna-Gondel. Der führt das weiter, was die heutigen gemacht hat. Genau, also das wird jetzt so weitergeführt, weil es ist ein super Projekt, es ist ein spannendes Projekt und wir sind froh, dass wir mal die Ersten sind hier in der Schweiz. Wie gesagt, das ist eine alte Gondel von der Pizzolbahn. Also die war wirklich einmal im Betrieb gewesen. Es ist auch noch eine spezielle Bahn, weil sonst muss man wissen, die Bahnen von der Pizzolbahn sind eigentlich roh gewesen, ausser eben eine Bahn. Oder genau. Eine Gondel. Ja, das ist die alte SOS-Gondel, die wir hatten, wo wir früher, wenn es einmal einen Verletzten gegeben hat, den ins Tal transportieren können. Und jetzt super umfunktioniert zur Sauna-Gondel. Also, wo man sich in dem Sinn auch erholen kann. Sind Sie persönlich schon mal drin gewesen? Nein, ich bin selber kein Saunierer, das müssen andere machen. Ich schaue gerne zu, dass es so funktioniert und dann ist es perfekt, glaube ich. Jetzt ist es noch nicht so lange bekannt, dass es die Sauna-Gondel auf dem Pizzol gibt. Wie sind die ersten Reaktionen? Sehen Sie jetzt schon Buchungen oder braucht das die Leute zuerst noch ein bisschen Zeit? Ja, es hat bezeit eine Variante gegeben, die Gäste gesehen haben. Also die einen haben gesagt, was braucht das das? Oder? Und viele aber die haben gesagt, hey, das ist eine lässige Idee und wir haben schon irrsinnig viele Reservierungen für die Sauna-Gondel, stundenweise oder auch schon tagweise. Also was, da hocken die Leute einen Tag lang da in dieser Sauna? Oder? Ja, wir haben ja nicht nur die Sauna, sondern wir haben den Skifahrer an sich und nach dem Skifahren da noch eine spezielle Geschichte machen, in Hotpot rein zum Sitzen, ein Küppel trinken und dann im Sauna, in den Alpenkorb sich noch verwöhnen lassen. Einfach was Spezielles. Aber eben ist man mittlerweile so weit, wo man muss im Skigebiet immer mehr machen, dass auch die Leute halt vielleicht auch ein andere Leute noch kommen. Braucht es das heutzutage, die Innovation? Ja, ich denke, Innovation braucht das, nicht nur in unserer Branche, in allen Branchen. Und wir glauben, am Pizzol haben wir in den letzten Jahren viele Sachen gemacht, die innovativ waren. Ob das die wetterabhängige Tageskarte ist oder jetzt eben das Wellnessdörfli. Das gehört einfach dazu, wir müssen das entwickeln, wir müssen auch neue Gäste ansprechen. Wie ist jetzt das? Kann ich jetzt da einfach direkt nach dem Skifahren sagen, gut, jetzt will ich in den Hotpot reinkommen oder in die Sauna-Gondel leben, wo wahrscheinlich auch viele noch Erinnerungen daran haben, oder braucht das noch Vorlaufzeit damals? Ja, es braucht schon Vorlaufzeit, wir müssen ja vorheizen, da muss man vorreservieren, man muss am Vortag sagen, man möchte es am nächsten Tag machen, dass wir eben einführen können beim Hotpot, der wird mit Holz geführt, oder eben in der Sauna-Gondel mit Strom vorgeheizt wird. Ja, und für now haben wir jetzt natürlich das auch eingeschaltet, weil wir haben gesagt, wir sind ja, wenn man uns schon ein bisschen kennt, wir sind nicht die, die einfach vorbeikommen und schwätzen, sondern wir probieren es auch immer noch aus. Wie ist jetzt, ist sie warm alles? Also kann man ruhig. Es ist warm, man kann es probieren. Bitte schön. Ja, nein, eine Frage habe ich noch. Da fahren Bändchen alles auf und an, saunieren tut man ja normal nackt. Wie ist es da? Ja. Also ich fahre jetzt noch nicht, ich laufe jetzt noch nicht nackt rum, wenn da Skifahrer sind, noch Gäste um das Feuer rum. Also. Ja, wir haben jetzt heute extra den Nebel bestellt. Ja. Wir wollen natürlich nicht, dass man nackt ist. Man sollte eine Badhose anlegen und ein Bikini. Es soll ja kein Exhibitionismus sein, sondern es soll ein Wellbeing sein und das können wir mit dem Sauna-Dörfli und Wellness-Dörfli machen. Ja gut, perfekt. Dann würde ich meinen, eine Minute rasch umziehen, nachher haue ich es da rein und mache so einen Aufguss. Genau, so machen wir es. Ja gut, okay. Was man nicht alles macht in dieser Kälte. Die geht rein, sollte es ja warm sein. Also wenigstens zum Umziehen hat es da noch eine warme Garderobe, die braucht es auch definitiv. So.
Jetzt muss ich aber definitiv schnell rein in die gute Stube. Also, in ein altes... Oh. Also, wir probieren jetzt das aus. Das macht hier einfach selber einen Aufguss machen. Dann haben wir noch ein bisschen Dampf, oder? Also, ich würde meinen, da machen wir die Türen zu, wenn es recht ist. Und ich muss sagen, ich war ja schon etwa in einer Sauna, aber das ist einmal etwas Spezielleres, in einem Skilift oder in einem alten Gondelbändchen drinnen saunieren. Und ich würde meinen, ich bleibe noch ein bisschen drinnen und sage Tschüss von Bizol.